Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. So, ich stand hier kurz vorm Abschnitt Ende des Levels. Und ich wollte mich aber hier nochmal ein bisschen umsehen. Oh, hier, guck mal, da ist sogar noch Geld drin. Ich wollte mich nochmal schnell umsehen, bevor ich hier diesen Bereich verlasse. Weil ich wurde mal wieder angeschrieben, dass ich wieder was vergessen habe. Das ist ja ziemlich einiges. Ich hätte irgendwo einen Safe liegen gelassen. Und noch ein paar andere Sachen. Okay, hier, der hängt drin. Warum hängt der jetzt drin? Raus. Ah gut, jetzt kommt er frei. Das ist gut, wenn er hier frei kommt. Jetzt können wir hier mal rein. Okay, hier steht was. Was steht denn hier an? Above all, do no harm. Oh Gott. Ein Glück, dass er mir nichts macht. Ich mache hier auch nichts. Mich leben lässt, soll ich auch leben. Ah, der sucht seine Little Sister. Gut, machen wir weiter. Okay, die hat mich schon geplündert, so weiter, aber da komme ich ja nicht dran, ne? Ich Telekinese gebraucht. Vielleicht finde ich irgendwo auch noch ein paar Mitkids oder so rumfliegen. Ich möchte die unbedingt haben. Okay. Was haben wir denn hier? Okay, nee, da gibt's nichts. Oder gibt's doch was? Nee, halt, da war ich aus dem Schuh. Aber hier. Hier. Mal. Da unten nicht noch was drin? Ich guck einfach mal. Ach du Scheiße, die Alte. Ah. Durchgeknallt. Komm her. Ich hab meine Zeit. Danke für den Besuch. Gott, ey, die Alte. Okay, ein paar Chips und wenigstens ein bisschen. Ein paar Cent quasi. So, jetzt nehme ich mal hier wieder meinen Schwingeling. Schwingeling, Dingeling. Okay, soll ich da noch mal rein? Oder? Ey, da rein, oder? Ja, da ist zu. Okay, ich gehe hier noch mal rein. Okay, hier ist wieder nur Suchtzeug. Okay, hier ist irgendwas drin. Ah! Ja. Hol ein Mitglied. Und hier ist ein Safe. Hier ist ein Safe. Den will ich haben. Den will ich unbedingt haben. Oh Mann. Nein. Mist, Quetschloss. Ich probiere es nochmal. Das muss hier gehen. So. Das hier lang. Okay. Das so. Das jetzt wieder so. Oh Mann. Hier ist nur Zeug. Nichts mit anfangen kann. Okay, hier geht es irgendwie total falsch. Machen wir es mal so. Ne, so will ich es nicht. So muss es sein. Jetzt bauen wir hier um. Ne, Moment. So. Und jetzt hier einfach eine Kurve. Okay, hier so rein. Und so. Fertig. Exzellent. Geil, noch ein kleiner Schatz quasi. Ja, Verbandskasten, Übspritze und noch ein paar Dollar. Das kann ich absolut gebrauchen. So, bevor ich mich da losmache, sowas ist wirklich essentiell, absolut essentiell. Zum Überleben ist es wichtig. Und angeblich habe ich irgendwas in der Praxis von einem durchgeknallten Arzt, dem ich die Probation entzogen habe, habe ich auch noch irgendwas vergessen. Da gehe ich auch nochmal rein. Ich hoffe, ich finde da den Seiteneingang dazu, dass ich den wieder finde. So. Ui, wo ist Muni?
Ionischer Schrot. Eine Kugel. Ja, besser wie gar nichts. Besser wie gar nichts. So, jetzt ist die Frage, wo ging es da rein? Wo ging es hier rein? Irgendwo ging es rein. Da war zu. Hier ging es rein. Jawohl. So, da war der Gatherer's Garden. Ich habe aber kein Adam mehr, um dort was zu kaufen. Ich habe mich ja angekauft. Okay, ich gehe hier hinten nochmal rein. Gott, was da schreit. Es ist ein Verbrechen, sich einer Living Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Living Sister. Ich sehe das nicht als Verbrechen, und ich sehe das als Notwendigkeit an. Statische Entladung. Geil. Neues Tonikum. Statische Entladung. Rhein Industries stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Statische Entladung macht aus ihnen eine wandelnde Tesla-Spule, die jedem ihrer Angreifer einen elektrischen Schlag versetzt. Ist auch nicht schlecht. Okay, Ranch Jockey wollte ich aber drin lassen und die Panzerung. Soll ich das tauschen? Ich tausche das mal aus. Oh, Hauch von militärischer Musik. Cool, hier ist wieder ein bisschen Schrot. Gibt's hier sonst noch irgendwo was? Was ich übersehen haben könnte. Okay, da liegt ja auch noch Zeug. Cool, eine Bandage, wie geil. Gut, die haben wir jetzt aber voll leer geplündert, hoffe ich hier. So, und jetzt muss ich auch noch direkt in die Praxis rein. Geil, da war auch noch was. Hier unten hätte ich irgendwo ein Safe vergessen. Wurde mir gesagt. Wurde aber nicht genau gesagt. Oh, na gut. So einfach darf ich es auch nicht haben. Wo ist... Ah. Hier. Hier ist... Was ist das? Ah, noch ein Verbandskasse. Gut, das kommt mir ja wie gelegen. So, nehmen wir das. So. Okay. Das machen wir dann so. So rum. Und so. Fertig. Geil. Jetzt habe ich den auch geplündert. Was ist denn jetzt? So, ich bin da auf die... Geil, da war auch noch was drin. So, hier unter so. Oh, geil. Gut, da heile ich mich mal hoch. Ich nehme hier noch einen raus. So, jetzt muss ich leider einen zurücklassen. Schade. Bisschen schade irgendwie. Okay, da darf ich auch nicht zu nahe kommen. Das mache ich da auch. Wahrscheinlich einen kleinen Damage-Abgang. Oder vielleicht endgültig. Gut. Habe ich jetzt hier wirklich alles eingesammelt? Ich will es mal hoffen. Okay, ja, hier scheint jetzt wirklich nichts mehr zu sein. Okay, und hier war wieder diese Bildergalerie da von seinem Horrorkabinett. Ui, was steht hier? Okay, das eine konnte ich nicht genau lesen. Adam, die Nice. Das sind irgendwelche Schreibfehler drin. As why excuse for not being. Lol, da sind voll die Schreibfehler drin. For not being beautiful. Aha. Okay. Es verzeiht einem nicht Ding für Schönheit, irgendwas. Ah, wenn ich das nur besser übersetzen könnte. Lesen kann ich's. Aber aussprechen, naja. Kommt alles noch. Oh weh. Das ist wieder der Knalli-Doktor da. Und hier steht auch noch Zeug. Was steht denn hier? Aesthetics are a normal imperativ. Okay. A moral imperativ. Okay.
dass das nie auf Deutsch übersetzt wird. Das muss ich leider bemängeln. Es gab doch auch Untertitel. Ich weiß nicht. Grafikoptionen, muss ich mal gucken. Da gab es doch irgendwo noch Untertiteloptionen. Wenn ich mich recht entsinne. Oder gab es da nichts? Nee, anscheinend gab es da nichts. Ich dachte eigentlich, es gäbe welche. Aber gab anscheinend doch nichts. Schade. Gut. Bin hier wieder raus. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon ein bisschen besser auf den Beinen. Ah, geil, hier die Muni noch eingesammelt, wo ich beim letzten Mal nicht mitnehmen konnte. Ach du Scheiße. Geh weg. Halt! Zieh dich an! Ja, ich würde sagen, das tat weh, ne? Schätzchen, sterb, du Arsch! Ja, du bist selbst ein Arsch hier! Hehehe, ihren Schlag nicht gehört. Einkaufspreise, der ist geworfen. Halten Sie Ausschau. Geil, er hat auch noch Kohle hier. Was ist das? Wieder ein Verbandskasten. Gut, da heile ich mich mal hoch und nehme den mit. Wunderbar. Und schon kann es weitergehen. Exzellent. So, jetzt kann ich ja wieder runtergehen zum Levelübergang. Ich denke, ich habe jetzt wirklich alles mitgenommen, was noch wichtig war. Obwohl, ich hatte, glaube ich, irgendwo noch was vergessen. Ich weiß bloß nicht mehr, wo. Nee, da war alles drin. Irgendwo hatte ich noch was vergessen. Das war irgendwo ein Tresen, da soll Geld gelegen haben. Das kommt mir jetzt gerade wieder so. Die Frage ist... hallo? Ist das für mich oder? Das ist gegen mich, ne? Okay, ich sehe zu, dass ich verschwinde. Oder bleibe ich hier? Ich bleibe mal ein bisschen hier. Scheiße. Jetzt ist es weg. Kann ich jetzt wieder hoch? Geht's wieder los, oder wie? Der arme Big Daddy, der haut hier nur noch um sich an die Öffnungen, wo die Little Sisters geparkt werden. Geparkt, das hört sich auch so komisch an, irgendwie. So, begebe ich mich mal rüber. Aber ich lasse mal den 1 Dollar erscheinen oder die 2 Dollar. Lass ich jetzt mal liegen, ich mag jetzt nicht mehr suchen. Hey Mary, muss ja auch weitergehen. Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryans Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Das ist zu gefährlich. Hast du dich gehört? Anders bei Lieben sind überall. So. Okay, das ist jetzt wieder eine Tauchknolle. So eine Tauchkugel. Gut, dann legen wir mal den Hebel um. Jupsa. Neptuns Bounty, da möchte ich hin. Wenn deine Plasmide ihre Wirksamkeit gegen stärkere Feinde verlieren, solltest du dich auf die Suche nach besseren Versionen dieser Plasmide machen. Okay, das heißt, es gibt Upgrades. Das kann mir nur recht sein. Rapture Metro, Neptuns Bounty. Ach du Scheiße. Ist total dunkel. Total dunkel. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Okay, er hat wieder gesagt, dass ich irgendwo hingehen soll, der Atlas. Fontaine Fisheries. Oh Gott. Da haben sie einen aufgeknüpft, aber wirklich übelst. Und da hat sogar noch Bandagen mit dabei, aber da kann ich nichts mit anfangen im Moment. Hier ist noch ein bisschen Muni. Ist noch ein Maschinengewehr, das ist sehr gut. Das kann mir ja nur recht sein. Okay, hier religiöse Bücher. Diese Geier, die haben wahrscheinlich hier unten sogar einen eigenen Glauben entwickelt. Okay, Zirkus der Werte. Was ist das? Genbank? Kann ich hier jetzt auch einen Slot oder was dazu kaufen? Was ist denn das für Zeug? Ach du heilige Scheiße.
Ja, ich möchte es aber... Moment mal. So, Telekinese. Das tausche ich jetzt wieder ein, oder? Soll ich das machen? Vielleicht... obwohl, nee, ich nehme mal den Brutzli hier. Den Abfackeln, okay. Drag and Drop. Achtung, du hast einen leeren Slot, den du mit einem Plasmid oder einem Gentonikum... Okay. Ich habe echt einen leeren Slot, das wusste ich gar nicht. Was ist das hier? Hacker's Delight. Okay. Tja, da habe ich aber noch nichts Neues. Tja, gut. Am Moment, hier habe ich auch noch irgendwas Leeres, ne? Da kann ich aber auch nichts dazu machen. Bringe den Schwierigkeitsgrad beim Hacken, ja genau. Alles klar. Und da ist aber alles voll. Ich würde gern Upgrades kaufen, falls möglich. Ich hack mal die Kiste hier. Guck, ob es klappt. Hier mal eine Leitung rüber. So. Darauf. Möchte ich jetzt gerne. Machen hier die hoch. So. Da. Eins noch. Sollen jetzt hier rum. Jetzt mache ich einfach noch ein gerades Stück. Wunderbar. Bypass gelegt. Exzellent. So, mal gucken, was haben wir hier. Junge Schrot. Eve-Spritze. Okay. Eve-Spritze. Ich habe aber 5 Stück. Soll denn noch reichen. Okay, 0-0er Schrot habe ich auch noch genug. Hier im G-Patron habe ich schon halbes Lager quasi. Pistolenkugeln reichen auch noch ein bisschen. Schrotmunition ist fast voll panzerbrechend. Ich weiß nicht, es könnte nützlich sein. Ich nehme mal eins mit. Das sollte reichen. Und hier diese ionischen Schrotdinger. Das ist so teuer. Das ist so scheiß teuer. Ja, lach nur. Nichts zum Lachen. Okay. Habe ich hier irgendwo noch was übersehen? Vielleicht... Okay, das ist wieder ein Vita-Chamber. Hey! Pistolenkugeln, sehr gut. Das da? Ne, kann man nichts machen, diesem Telefon. Gen-Upgrades, was ist das? Ja. Gut. Ist das wirklich alles gewesen? Ja, ich gehe mal davon aus. Hüpfe ich jetzt einfach mal drüber. So, zack. Oh oh. Moment, ich wechsle mich hier auf den Putzler. Jetzt schleiche ich mich mal hier rein. Nur, dass er mich nicht bemerkt. Oh. Hallo? Hallo? Wo sind die jetzt hin? Die ist da hoch. Lol, jetzt ist er abgehauen. Okay, hier haben wir noch einen Verbandskasten. Oh, Maschinengewehr. Der hat nichts dabei. Gut, gehen wir einfach mal vorsichtig weiter. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Aha. Okay, ist hier wieder eine Little Sister Docking Station. Okay, ich hack mal das Teil. Ich muss alles hacken jetzt. Also der Hacker. Okay. Alles klar. So, hier noch ein Querstück. Und hier eins, was nach oben geht. Halt. So. Hier noch eins hier hinein. Passt's? Sollte passen. Exzellent. Auch das Ding ist jetzt gehackt. Also falls erforderlich, kann ich mich mal kurz hochheilen. Hey, lass offen. Oh oh. Ja, eine dabei. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister.
Der hat eine dabei. Der hat tatsächlich eine dabei. Ich mach dem jetzt noch nichts. Ich sehe sie endlich tanzen. Zeit ein bisschen zu träumen, Mr. B. Scheiße. Ich lad mal nach. Du fetter Walfisch! Gib sie raus! Boah, ich töte. Der kriegt auch kaum Damage ab. Da oben sind die Teufel. So, jetzt greife ich auch mit auf. Gut, da kommst du nicht durch. So, jetzt habe ich nochmal nachgeladen. Boah, der schießt mit seinem Bolzenwerfer ziemlich brutal. Uiuiuiuiuiui. Antipersonen, nee, ich brauche keine Antipersonenknoll. Au! Scheiße! Das hat mich wirklich böse erwischt. Okay, zurück mit der Wiederchamber. Ah, was für ein Teufel, ey. Gut, jetzt haben wir panzerbrechende Munition. Hoffentlich ist er nicht wieder hochgeheilt. Jetzt echt nicht hoffen. Scheiße. Hier gab es ja soweit nichts, ne? Nur die... Ah, obwohl... Ich nehme das mal in Anspruch. Ist er da wieder? Ja, der ist noch verletzt. Oh Mann. So, ich lade mal nach. Was haben wir hier? Ionischer Schrot. Ah, Mist. Ah, beim nächsten Mal habe ich dich aber. Die sind so böse. Ah, hier ist auch noch ein bisschen Geld. Siehst du mal, den habe ich vorhin übersehen. Habe ich ja Glück gehabt. Was krabbelt da in meinem Garten? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gesehen. Hier ist noch ein Verbandskasten. Das ist gut. Der kommt mir jetzt gerade richtig. Eieieiei. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Jetzt bist du weg. Was schießt da euch? Hacken wir das mal. So. Hier muss ich hin. Okay, hier hinauf. Eieieiei, das ist wieder so ein Gefutzel. Halt, nee, das will ich. So, das da hin. Das hier hin. Und das da. Und das da. Wunderbar, der Bypass ist gelegt. Exzellent. So, jetzt gehörst du mir. Das ist früher gewusst, hätte ich den zuerst genommen. Geil. $49. Nein! Ich bin der Heiler. Ich bin sanft. Ich befreie dich von deiner Last. Du warst
Sagen Sie nicht zu meinem Kleinen. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie dem auch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Okay, da vorne ist auch irgendwas. Was ist das? Tannenbaum möchte dich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybären, den du bei einem Gatherers Garden findest. Okay. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Das nehme ich. In Slot legen. So, ich hack jetzt dich erstmal, ey. Das ist hier das ganze Kriegsgebiet. Das ist ja... Wow. Okay, hier so rum. Das hier rein. Okay. Alles klar. Hier muss es... Hier mal so rumgehen, irgendwie. So. Brauche ich hier ein Grades? Brauche ich hier noch ein Grades? Dann hier das da. Hier quer rein. Ich brauche noch ein Querstück. Hier. So, wunderbar. Bypass ist gelegt. Boah. Gut, jetzt arbeitest du für mich. MG-Packung, geil. Das kommt mir gerade zu gelegen. Hände weg von meinem Kind! Keine Muni mehr. Ja, doch normale. Oh, ein Verbandskasten. Sehr gut. Da, die kommen schön ins Kreuzfeuer. Das gefällt mir. Hier noch eine Pistole. Okay, ich glaube, wir haben sie jetzt alle. Was ist das hier? Noch eine Pistole? Noch ein Verbandskasten? Sehr gut. Hier, was ist das? Kiste mit Granaten. Okay, die sind leer. Nitro-Splicer, jawohl, gib mir all dein Geld. Okay, hier liegt auch noch einer. Der hat nichts. Oh, jawohl, Pistolenkugeln und einmal Kaffee, bitte. Pistole. Die möchte ich haben. Aber leider gibt es sie anscheinend nicht zum für den Charakter hier in der Oh, da hinten ist noch Zeug. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab Geil. Ich jetzt davon? Nochmal Pistolenmunition. So, kriegen wir hier mal über diesen Schuttberg. Okay, gibt es da hinten noch irgendwo was? Tatsächlich, da blinkt auch noch einiges. Aber da komme ich irgendwie nicht dran. Ich möchte da aber rein. Ah, vielleicht komme ich da irgendwie auf einer anderen Seite dran. Ah, da ist wieder einer. Ah. Shit hier, hier fetzt sogar die Platten durch. Ei. Ist hier noch einer oder was? Wow. Okay, da hinten ist noch irgendwas Rotes. Was ist das? Ich will das haben. Das sind Minen. Das scheinen Minen oder irgendwas zu sein. Das gefällt mir auch gar nicht. Das
wusste, dass hier Minen sind, wäre ich nicht so offen rumgelaufen. Okay, hier nochmal Bandagen, da kann ich mich wenigstens ein bisschen flicken. Eieieiei. Okay, hier liegt wieder was. Okay. Jetzt habe ich die Little Sister gar nicht weggebracht. Gerne, Kleine. Wo immer du gerade bist. Okay, den hatte ich schon ausgelutscht. Nee, oder? Da ist noch eine. Schlüssel für die Tauchkugel. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt kann nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Okay, da ist noch einer von den Dicken. Oh, hoffentlich sieht er die Rosie hier nicht. Ach du Scheiße, das ist auch einer, das ist derselbe Typ, der eine Knarre hat. Oh Mann, das wird jetzt böse. Das wird richtig böse. Das ist an die Person. Oh Gott, ich habe gar nichts mehr da. Gut, ich muss echt nochmal rausgehen und muss Nachschub kaufen an Munition. Halt, ne, hier bin ich aber falsch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Achso, ich kann jetzt auch nicht mehr dorthin, ne? Dann müsste ich erst wieder sterben. Oder schaffe ich es vielleicht nochmal da drüber zu hüpfen irgendwie? Vielleicht geht das sogar. Ich glaube aber nicht. Oh doch, es geht. Das geht. Ah, da sind noch sogar noch Kisten gewesen. Gut, hier. G-Patronen, Panzerbrechen. Na gut, da kaufe ich halt mal ein paar. Gut, machen wir halt mal das Ding hier voll ionischer Schrot. Nehme ich auch mal zwei mit. Hoffentlich nützt. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Der wird ja mit echt wieder mit allem zurückschießen, was er hat. Ich hoffe mal, dass die Turrets auch ein bisschen aushelfen werden. Auch wenn die ziemlich schnell wahrscheinlich down gehen. Eieieiei. Wow. Was für ein Teufel. Nein! Nein! Ah. Scheiße! Scheiße! Gut, aber jetzt gleich habe ich ihn. Okay, jetzt habe ich alles Geld verschleudert. Ey. Oh Gott. Das kann jetzt was werden. Und tschüss. Weine nicht, ich bin da. Ich befreie dich. Ich bin der Lichtbringer. Ganz sanft.
Das Licht. Es kommt. Danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Gerne, meine Kleine. So. Ah, hier kommen sie auch wieder. Zeit für die Eier, süßer Engel. Oh, ich helfe dir. Ups. So, komm. Ja, so ist brav. Ah. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Eine Mine. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Der Staat, die Armen, das Militär, der König oder Gott. Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit den Worten Denk nur an dich selbst begonnen? Okay. So, jetzt können wir hier weitermachen. Der Ryan, den lassen wir mal labern. Bin ich froh, dass... Okay, was... Fontaine Fisheries. Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Gerne. Oh, oh. Den weg. Den weg, Kleine. Das ist ein Automat. Das ist wieder so ein Security-Bot. Das kann ich selbst machen, verdammt. Hack das Ding jetzt. Nein! Auf den Boden! Auf den Boden! Alter, der sollte mich in Ruhe lassen. So. Die Säcke. Kriegt sowieso gleich was ab. So, hier. Hier machen wir das rein. Das machen wir so. Jetzt war hier noch ein gerades Stück. Oder irgendwas anderes. So. Zack. Nee, so. So. Okay, das ist ein gutes. Jetzt brauche ich hier aber noch das Grabe. Nee. Brauche ich das hier so und so. Wunderbar, Zugang gelegt. Eieieiei. Hoffentlich gehen die jetzt dran. Ich lade mal nach. Okay, hier liegt noch was. Ah. Eine zweite Chance für die Schwachen. Au. Scheiße. So, jetzt bist du auch weg. Mann, ich brauch hier Medikits. Noch mehr Medikits. Was ist das? Gen-Upgrades. Nochmal eine Gegenwand. Gibt's da noch ein zweites jetzt schon? Nee, nicht wirklich. Oh, Mann. Okay, hier ein Teddybär. Süß. Jetzt haben wir hier 200 Adam dazu. Hypnotize Big Daddy. Oh, geil. Geil. Neues Plasmid. Hypnotize Big Daddy. Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle? Unser neuestes Hypnotize Plasmid mit einem Big Daddy täuschen, sodass er Sie schützt, als wären Sie seine Little Sister. Das nehme ich doch. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Hohoho. Ja. Power. Gatherer's Garden. So, was können wir hier kaufen? Plasmid-Slot. Oh, da gibt's viele Dinger hier. Winterblast. Was wären das? Lass uns deine Gegner an Ort und Stelle festfrieren. Zerschmettere sie in 1000 Stücke. Wem würde das nicht gefallen? Eve-Link, okay, extra Munition. Du erhältst ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandal. Also Nutrition, sorry. Und Tempo-Hacker. Reduziert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Okay. Okay, okay, okay. Was kaufen wir? Winterblase. Ich hab
Keine Ahnung, ob man das was nutzen wird. Nutrition. Du hältst ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Das nehme ich mal. So kleine Dinge machen ja bekanntlich auch Mist. Okay, was ist das? Medical Expert. Und das war Hegge's Delight. Okay, legen wir sie in die Genbank. Tempo-Hacker. Nee, das werde ich nicht brauchen. Noch nicht. Okay, hier Winterblast. Lasse deine Gegner an Ort und Stelle festfrieren. Zerschmettere sie in 1000 Stücke. Also, Ziel damit, was ist das? Zeug deinen Köder, der Angriffe von dir weglockt. Nee. Ich mache mal hier Plasmid-Slot. Den kaufe ich. Genau, hier möchte ich was reinladen. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ja, jetzt kann ich das auch wieder benutzen. Und Gesundheitsupgrade nehmen wir eins. Und noch ein Plasmid-Slot oder was? Weiß nicht, soll ich noch eins nehmen? Auch ist immer so eine Sache. Winterblas, ich nehme den mal mit. Und Genbank lagern und noch ein Slot. Bewerfen Sie Ihre Gegner. Gut, das wollte ich jetzt zwar nicht haben, aber es ist nicht so schlimm. Okay, hier gehen wir mal auf E. Dann kann ich das nämlich noch tauschen. Winterblast. Oder ich lasse es erstmal eingelagert. Ich lasse es erstmal drin. Man weiß ja nie. So. Okay, jetzt kann ich mal weiter vorrücken. Ja, oh Mann, ich habe aber ziemlich böse was eingesteckt. Okay, da unten glitzert noch irgendwas. Gut, noch ein bisschen Muni. Kiste ist leer. Ah, noch eine Pistole. Munition kann ich gut. Okay. Hier regnet es rein. Was ist das? 0-0 Schrot. Jawohl. Munition ist immer wichtig. Hier diese Fische. Okay. Ich glaube, da kann ich nicht hingehen, oder? Wird's wehtun. Ja, doch. Okay, da bräuchte ich aber jetzt eine Nummer, um reinzukommen. Das heißt, irgendwo muss ein Code versteckt sein. Irgendwo. Oh Mann. Oh Mann. Okay, die hat Geld. Ah, da unten ist noch was. Geil, wieder ein bisschen Munition. So. Hat er jetzt nicht noch was geblinkt? Lol, das war da hinten drin. Kartoffelchips. Oh, ich nehme mal ein Päckchen mit. Dieses Lachen, das ist schon so ulkig. So, gehen wir hier mal runter. Hier, ach du Scheiße. Okay, die Alte hat es auch erwischt. Eieiei. Ich möchte auch nicht wissen, was sie mit der gemacht haben. Möchte ich echt nicht wissen. Ah, Scheiße. Okay. Hier hacken wir uns mal wieder durch. Alles klar. Okay, hier rüber. Und da auch rüber. Hier hinauf. Das dahin, das dorthin. Hier das so rum. Jetzt können wir das hier so machen. Jetzt bald nur ein gerades Stück und noch ein gerades. Gut, dann hätte ich den Bypass auch gelegt. Exzellent. Und eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Was? Okay, ich hab... Oh. Oh, dann lade ich jetzt hier mal nach. Auch nachgeladen. Okay. Tonischer Schrot, was haben wir hier noch? Oh, was habe ich jetzt? Der hat wieder geraucht.
Halt, bleibt ihr da? Nein, die tun wieder Alkohol. Ich will doch keinen. Ah. Oh. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Aha. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Ja, hier regnet so Rosenblätter. Oh ja, da hatte ich jetzt aber Glück, ey. Gott! Den schaffst du nicht. Sieh mal auf dem Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und oh, denk daran, Scheiß. Mein Freund, wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Oh, Scheiße. Schade, dass ich die nicht besiegen konnte. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hybridge hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan hat Gott noch mal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Oh, Mann. Das Game ist so durchgeknallt. Aber es ist geil. Es ist richtig geil. Das Little Sisters Heim. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich Futures Zukunft. Ich lege da keinen Wert drauf. Wer ist da? Seid ihr jetzt tot? Gut, wir haben aufgehört zu zucken, Pistole. Scheiße. MG-Patronen noch ein paar. Ich möchte aber trotzdem noch gerne unten da rein. Dieses Hinterzimmer. Fontaine. Es wäre schön, wenn ich irgendwo eine Möglichkeit finden würde, den Zettel dran zu kommen. Ach, das kann man hacken. Ja, dann hacken wir das doch. Gut. Machen wir es doch so. Okay, ich muss aber irgendwie weiter vorwärts kommen. Hier. Hinauf. Hier jetzt rum. Weiter rauf. Hier rum. Quer. Noch eins quer. Oh Mann. Ja. Klappt. Gar nicht, ich habe die Tür gehackt. Das habe ich vorhin gar nicht gemerkt, dass man das auch hacken kann. Okay, hier ist Strom drauf. Verhör von Timmy H. Ich spiele das mal ab. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Ach, du Scheiße. Scheiße. Hast du deine Meinung geändert? Timmy, willst du mir jetzt was erzählen?
Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Okay, Pistolenkugeln habe ich jetzt das Maximum wieder erreicht. Oh Mann, aber man sieht, hier werden Leute gefoltert und dann haben sie ihn einfach hängen lassen, bis er durchgegrillt. Scheiße. Oh, oh. Ah. Er hat eine Knarre! Da ich auch gerade nochmal dusel, dass ich da halbwegs noch weggekommen bin. Ich werde dich mein ganzes Leben lang jagen! Oh, oh Gott! Hilfe! Auf den Boden! Auf den Boden! Hilfe! Hilfe! Mami! Das hört sich an wie Rape. Oh, hör mir zu! Hör sie nicht an! Ich will eure Kiddies gar nicht. Wer ist da? Ich wollte doch hier das Brutzelding. Au! Oh Mann, ey. Wir alle haben recht. Sie nicht an! Ah, Scheiße, ey, wo ist die jetzt her? Ja, hier kommen die alle, ey. Giftgröne. So, ich möchte jetzt hier wieder hin. Habe ich die schon leer gelutscht? Ja. Mach mich langsam ein bisschen böse hier. Okay, hatte nichts mehr. Aber irgendwo war die alte noch. Ist hier um die Ecke. Ich hab's auch gehört. Gib mir mein Mädchen zurück! Ah! Scheiße! Halt, komm zurück! Okay, einen Verbandskasten wenigstens. Kann ich die noch irgendwie auslutschen? Wo ist die Leiche überhaupt hin? Krieg ich mir hier mal rein. Ah ja. Alles klar. Okay. Ah, hier ist ein Audiotagebuch. Schön. Fontaine muss weg. Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Aber man merkt schon, dass hier Fontaine und der Ryan, die sich nicht gut leiten können. Okay. Was ist das? Oh. Tja. Dann kam wohl der Tod von unten, ne? Ich finde dich, du Sünden. Okay, wo muss ich jetzt? Ah, da muss ich jetzt hin. Da und da. Was soll's? Vater! Nachladen. Oh Mann. Oh, da unten ist noch eine Spritze. Komm ich da dran? Ja. Schön. Hier ist noch ein bisschen Schrotmunition. Eieieiei. Ui, geil. Hier ist noch ein bisschen Zeug gewesen. Das ist alles wichtig, das brauchst du ja.
Das brauchst du ja wirklich, um hier zu überleben, sonst gehst du gleich wieder über den Jordan. Knallhart hier. Geh hier rauf. Oh oh. Sind das Granaten? Okay. Wieder ein bisschen Schrot. Ein bisschen Geld. Ein paar Pistolenkugeln. Das soll mal recht sein. Sag ich nicht, nee. Oh oh. Da ist noch ein Daddy. Und noch eine Little Sister. Oh! Du trittst gegen mich an, du Dreckskerl! Ja. Das war mein Volltreffer. Das war wirklich mein Volltreffer. Du weißt nicht, wie es ist! Okay, der Big Daddy interessiert sich noch nicht für mich. Solange ich ihm nichts mache. Oh Mann. Das kann ja was werden. Die Seeschnecke finden. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkannenladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Uiuiui, merkt, dass der gleich abgeht wie ihr Zäpfchen hier. Okay, ich sollte die Munition... Oh Mann, ich habe nur einen Schuss. Panzerbrechen, 24 Schuss. Ist die jetzt weitergegangen? Ja. Ah! Scheiße, da hinten ist noch ein Automat. Ach du Scheiße. Okay, ich switch mal auf den Brutzler. Ich hack dich jetzt. Ich muss dich hacken. Das bringt ja nichts. Dann sehe ich hier kein Land mehr. Das ist zu gefährlich. Das ist viel zu gefährlich. Eieieiei. So gut, hier gleich wieder rum. Und hier irgendwie wieder rauf. Okay. Ja. Alles klar. Ich brauche jetzt aber noch so ein anderes Stück. Komm, du kannst mir doch auch was geben. So, gibst du noch ein Querstück. Hier auch noch ein Querstück rein. Wunderbar, der Bypass ist gelegt. Exzellent. So, du gehörst mir. Könnte ich den Big Daddy vielleicht ein bisschen leichter behagen, da die Rosie sich ja schimpfen, dass sie ja die mit den Nietengewehren, mit den Nietenpistolen oder wie auch immer. Okay, hier noch ein bisschen gelutscht. Ach du Scheiße. Okay, hier, komm nach Hause, Mascha. Hebe ich mal auf. Mascha, Liebling, wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinte, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. Oh, Scheiße. Ah! Hat mich wieder erwischt, aber er ist kurz vorm Ende. Er ist kurz vorm Ende. Ich werde eingreifen und alle machen. So, hier. Sammeln wir gleich ein. Ich krieg dich. Lach nicht so, du Automat, ich kann doch nichts dafür.
Ich schicke dir Parker. So. Oh oh. Der ist das wieder da. Das ist das Heim. Schenken Sie Ihrer kleinen und schweren Zeiten ein Sorgen. Ich bin noch nicht ins Heim. Bin ich denn hier jetzt? Ich glaube, ich habe mich hier irgendwie verfranst. Bin jetzt falsch gelaufen. Oh Mann, hier. Alles Chaos. Hier lang, genau. Hier war's. Hier rein. Können wir hier noch lutschen? Nee, nichts mehr. Und tschüss. Ich werde dich befreien. Es ist die Bestimmung, das Licht zu sehen. Danke, Mister. Gerne. Danke. Was, die Spritzen geben auch was? Nee, oder? Jetzt hätte ich schon fast gedacht, dass da auch noch irgendwie Geld rumgewickelt ist. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Jo, soll ich dir helfen? Hilf du mal wieder. Hopp, ich schieb an. Gut. So, passt. War doch irgendwas drunter gelegen, oder? Nee. Da ist auch nichts drin. Okay, hier ist ein Förderband. Ich möchte nicht wissen, wo das wieder hinführt. Hier ist was drin. MG-Patron. Und. Warte mal. So, hier. Ja, gesammelt Pistolenkohl. Und hier? Was? Nee. Nichts mehr. Alles klar. Okay, was ist hier? Achtung, Rapture-Alarmsystem. Alarmsystem, okay. Ich weiß, was du vorhast! So, das hast du jetzt davon. Ich habe keine Medkits mehr. Ich brauche auch hier wieder ein Audio-Tagebuch. Auf Fontaine aufpassen. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Okay, den Notschalter kann ich nicht umlegen. Das ist nicht gut. Oder werde ich jetzt oben mal den Putzler ansetzen? Einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Okay, hier brauche ich wieder den Dingeling, Schwingel. Ah! Scheiße, da ist wieder irgendwas drin, was mir nicht gefällt. Hacken. Hey! Hey! Ah! Shit! Okay, jetzt bin ich erstmal ein bisschen entnervt. Okay, hier geht's erstmal nicht weiter. Ich brauche Medikits. Ich brauche Medikits. Gehen wir erstmal hier rein und kaufen welche. Gut, 4 Stück sollten reichen. 0-0er Schrot. Da habe ich fast Max, da brauche ich nichts. G-Patronen, Splittergranate. Gut. Gut, ich verstecke mich mal hier. Da oben liegt auch noch irgendwas. Da komme ich aber so wahrscheinlich ohne weiteres nicht hin. Moment, mit Telekinese wäre das doch machbar, oder? Okay. Ist die da liegt's. Sammelt Splittergranate, MG-Patronen. Wechsel ich mal auf die MG.
Lade durch. Okay. Das hier, die normalen Dinge sind voll. Das ist gut. Das ist sehr gut. Na gut, kann ich trotzdem nicht aufheben. Werde ich dann beim nächsten Mal benutzen. Gut. Okay, ich packe mich mal hier, speichere ab. Bin ich schon wieder so oft gestorben, ey. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Aber da ich ja wirklich noch ein Noob bin, aber ich will es halt so spielen mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich habe es extra so gesagt, dass ich das mache. Deswegen werde ich auch nichts dran verändern. Okay, ich parke mich jetzt hier. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe. Wenn es wieder heißt, Let's Play BioShock.